Ja. Hallihallo, ihr Lieben, hier ist wieder euer Bidi und ich bin mit Matze in einem neuen Escape Room drin. Ich hab einen Schlüssel. Und der Matze hat einen Schlüssel und wir sind gespannt, ob wir hier wieder rauskommen. Wir sind natürlich in Rec Room Guck mal. unterwegs. Was haben wir denn hier Schönes? Du hast einen Hier Schlüssel? hinten liegt zum Beispiel so ein Dreieck. Das musst du bestimmt erstmal auf das eine Türmchen drauf, oder? Kannst du das wegnehmen? Ich kann's nicht nehmen. Ich komme nicht ran. Nee. Ich krieg's nicht weg. Kann ich denn vielleicht mit dieser komischen Schaufel hier den Haufen wegschaufeln, damit ich da rankomme? Achtung. Wahaha, hast Ah gesehen? ja. Cool. So. Habe ich alles so. Ich bin ja auch tausend Schlüssel. Ah, du hast schon gesehen, dass hier das Dreieck fehlt. Siehst du, das habe ich noch gar nicht geschnallt. Na dann, schmeiß mal drauf das Ding hier. A stone door opens. Wo Ist der Schlüssel denn? runter? Ist der Schlüssel ist runtergefallen. Oh, nee. Oh, das klingt aber auch komisch. Ich steh den mal nehmen. Was, ne? Ich hab ihn. Irgendeine Steintür hat sich geöffnet. Oh ja. Oh. Alter, was ist denn das? Es klingt jetzt schon ein bisschen scheiße. Okay. Wer schnarcht denn Steckt's hier so? blind. Jetzt schläft's. Ja, ich hoffe, es bleibt so. So, was ist denn das hier? Eine Lampe. Lampe. Toll, jetzt habe ich einen Schlüssel und eine Lampe in der Hand. So, und was ist das? Muss ich die hier draufstellen? Hier muss bestimmt eine Kerze drauf, oder? Keine Ahnung. Schlüssel? Ich komme. Nee, auch nicht. Oh, wir müssen bestimmt hier irgendwie hoch, so wie das aussieht, oder? Aber hier kommst du noch Ich gar war nicht da hoch. hinten schon oben, aber da ging es nicht weiter. Da oben steht aber irgendeine Kiste, siehst du das? Da, ganz oben. Wie kommt man denn da hoch? Alter Verwalter. Vor allem habe ich jetzt. Ich würde jetzt gerne erstmal, sonst kriege ich ja noch einen Krampf in den Finger. Die Sachen weglegen. Ablegen. Von da drüben vielleicht? Irgendwie müssen wir da hochkommen. Die Frage ist bloß wie. Da draußen lag aber nimmer mehr, hä? Dass man da noch irgendwas mitnehmen musste. Ah, warte mal. Huch, gegen die Wand gerannt. Hier ist nicht mehr. Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Hier steht doch eine Kerze. Die nehmen wir doch direkt mit. Also, Achtung, ich komme jetzt mit einer Kerze. Du, 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 du. Ne, du, 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 du. Bim, 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 bim. Oh, du bist aber schon weit oben. Warte. Wenn ich jetzt. Aber wo ist denn die Kiste? Wir müssen hier drüben noch weiter. Aber So, Matze. geheime Passage. A secret passage. Ach hier, kicke mal hier. Ist aufgegangen. Woody, Hier da kommen wir wieder unten. runter. Hallo. In der Ecke. Huhu. Wo bist denn du? Ach da. Genau. Müssen wir quasi hier rein. Jetzt müssen wir Stimmt, hier wir müssen rein. dann auch irgendwie mal noch danach auf Naja, Kiste die gehen. Frage ist.
Ah ja, ich tät mal die Lampe holen gehen. Und den Schlüssel brauchen wir dann bestimmt für die Kiste. Sag ich dir, sag ich dir. Genie of this temple. I have been a prisoner here a long time. Find the keys. Free me. Okay. I beg you. Okay, also wir müssen die Schlüssel finden. Ich gehe mal den Ehen noch drüben holen, den ich da hingelegt habe. Da hast du jetzt die Schlösser, sind ja hier oben in dem Ding dran. So, und kommen wir dazu. Oh, was ist denn hier drüben alles passiert? Hier stehen jetzt irgendwelche Wagen und so rum. Da hängt ein Schlüssel dran. Okay. Also der andere Raum hat sich auch gerade völlig verändert. Na ja. So. Ist hier die kleinen Dinger hier, die Türmchen? Scheiße. Weißt du noch die Reihenfolge? Ich weiß das nicht mehr. Die Farben. Welche Farbe wo? Weil das ist ein schwarzer Schlüssel. Und drüben hängt ein weißer Schlüssel. Warte mal, ich leg den erstmal hierher. Das linke war schwarz, das zweite von links war weiß. Dann steck den Schlüssel mal in das linke rein. Ja, ich bin gerade wieder runtergekommen. Achso, warte. Tja, also du sagst, links ist schwarz. Dachte ich, ja. Geht das? Ja, da würde ich den linken schwarzen jetzt mal hier drin lassen, in links. So. Dann können wir ja nochmal schnell zurückhüpfen. Ja, ich hüpfe nochmal schnell zurück. So. Also du hast recht. Links ist schwarz. Also von links nach rechts. Erst schwarz, dann weiß, dann grau, dann gelb. Schwarz, weiß, grau, gelb. Von links nach rechts. Ach du grüne Neune, was ist denn hier alles passiert? Hier ist eine Menge passiert. Verstehst du? Nö. Was kann ich denn jetzt hier? So. Wenn ich den Schlüssel können wir nicht nehmen, weil wir müssen hier. Jetzt können wir aber auch zu der Kiste hochgehen. Na, da kannst du ja schon mal zu der Kiste gucken gehen. Ich guck mal, ob ich das hier hinkriege. Blau ist. Ach so, warte mal. Blau ist. Oh Gott, jetzt musst du rechnen. Wir müssen wahrscheinlich ein Gleichgewicht herstellen. Eine blaue Kugel ist so schwer wie zwei rote. Du hast hier drei blaue. Ah, hier hinten ist noch was in der Ecke. Drei rote sind eh eine braune. Oh, kann ich die hier auch runternehmen? Nee, die kannst du nicht runternehmen. Du kannst hier nur die Dinger nehmen. Oh, nee. Was ist denn jetzt? Jetzt bin ich wieder runter. Zwei blaue sind eine weiße. Eine blaue sind zwei rote. Und eine drei rote sind eine braune. Wie soll man denn das machen? Also eine blaue sind zwei rote. Wir legen jetzt erstmal zwei rote hier drauf. Eine rote. Und noch eine rote. So. Hat sich schon meine. Und jetzt? Damit haben wir jetzt eine blaue weg. Jetzt haben wir noch zwei. Blaue und eine rote. An der Kiste ist nur eine Spirale dran. Okay. Oder geht das noch weiter auf? Was ist denn das da unten? Dort in der Ecke, da drüben steht irgendwas rum. Hat das was mit der Kiste zu tun?
Das ist tricky jetzt hier. Eine blaue sind zwei rote. Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß noch so eine Kiste. So. Da kann ich Mickey Mouse Köpfen mitnehmen. Ja, spring den mal mit. Mann, eine braune sind drei rote. Alter, ey. Eine braune sind drei rote. Also wenn ich zwei braune drauf lege, habe ich sechs rote, also drei blaue. Okay. Echt? Sollte das so funktionieren? Also zwei braune sind sechs rote und sechs rote sind drei blaue. Eine braune. Eine braune. Guck mal. Was ist denn das? Ein Mickey-Maus-Kopf. Ach, guck mal, da muss vielleicht ja drüben drauf. Das wäre ja einfach. Auf das Ding, das könnte. Naja, das sieht aus wie Mickey Mouse. Stimmt. Nee, oh. Wieso denn weiß? Ich brauche rot. Ha! Tatsächlich, richtig gerechnet. Geil. Goldenen Schlüssel. Der goldene Schlüssel, der ist doch aber weiß, der ist noch nicht golden. Den würde ich jetzt mal in das weiße Ding reinstecken. Was ist denn bei deiner Mickey Mouse passiert? Ach, du hast einen goldenen. Ah, okay, cool. Na, war nicht Gold der rechte oder der zweite von rechts? Warte mal, das war schwarz, weiß, grau, gold. Gold müsste ganz draußen sein. Was habe ich denn aber jetzt für ihn? Das Ding hier hinten in der Ecke lösen. Ja, du hast einen weißen, hast du gesagt. Ich würde sagen, das ist der weiße. Das könnte aber der graue sein. Keine Ahnung. So, ja, also ich steck den jetzt immer bei weiß rein. So. Was meinst du, ist Gold? Ich glaube ganz rechts. Schon gedacht. Check. So. Und jetzt müssen wir bloß noch das Ding mit diesen Stricheln lösen. Mit den Stricheln? Wo denn? Müssen wir nochmal dann auf, wo die Waage gerade eben war. Und dann müssen wir hinten weiter. Da oben weiter hüpfen. Wo die Waage war? Ja. Folge mir unauffällig. Ich war schon dort. Oh oh. Da ist ein grauer Schlüssel. Ah, okay. Was zur Hölle? Na warte mal, auf der einen Kugel, auf dem oben auf dem Ding stand, war diese Schnecke drauf. Da, Kiste. Ach so, warte mal. Eine Schnecke? Ach so, hier dieser Kringel. Kann man denn hier irgendwas anfassen? Die Dinger hier kannst du verschieben. Die kannst du verschieben. Und das Ding kannst du aber nicht verschieben. Das sind doch diese Sockel hier in der Mitte, oder? Sollen das die sein? Nee. Es könnte sein, aber da fehlt noch eins. Warum kannst du die... Achso, das sind drei Stück. Aber warum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 und 3. Ich verstehe es noch nicht so richtig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich gehe noch mal kurz raus an diese Dinger dran gucken, ob da noch irgendwo was dran steht. An diesen ersten Teilen da.
Also hier ist schon mal nichts dran. Na, Moment. Ich gehe noch mal zu der Kiste rauf. Vielleicht ist das... Und hier an dem Kaktus ist nicht. Auch nichts. Das ist ja jetzt nicht umsonst hier. So, ich stehe jetzt hier vor der Kiste. Ich stelle mich mal auf die Kiste. Das... In welche Richtung guckt denn das Männel, was... Warte mal. Auf der Kiste steht. Ich flitz zurück. Das ach, ist Scheiße. Spannend. Was sagt denn die Uhr eigentlich? Oh. 10:50. Naja, ich sag mal noch eine halbe Stunde ungefähr. Dann muss ich mich mal ja. So, also das Männel guckt. Tja, wo guckt denn das hin? Ich kann es dir nicht sagen. Ja. Du stehst jetzt auf der Kiste drauf. Ich stehe auf der Kiste und guck über die Schnecke. Also ich sehe dich da unten. Okay. Jetzt bin ich natürlich wieder runtergehabt, dich Depp. Ach so, und hier ist quasi die Kiste. Wo kommen wir denn hier noch hin, wenn wir hier ganz hoch? Warst du schon mal ganz oben? Da hab ich den Mickey Mouse Kopf geholt, aber da können wir trotzdem noch mal gucken. Ja, da war der Mickey Mouse Kopf drin. Okay. Aber mehr ist ja nicht. Hier geht's ohne weiter. Von da sind wir gekommen. Nee, und hier geht's ohne weiter. Aha, und hier sind wir jetzt hier oben. Genau. Was hat diese seltsame Kiste zu bedeuten? Ich stehe jetzt auf der Kiste, genau wie der auch drauf steht. Genau. Ach, Matze, Alter, ich gehe fest. Haha, hier sind Zahlen. Stell dich mal auf die Kiste und guck mal in die Richtung. Oh. 7, 3 und 4, ne? Oh. Also der steht in die Richtung und guckt in die Richtung. Da ist die 4, die 3 und die 7. Jetzt müssen wir bloß die richtige Reihenfolge hinkriegen. Ich hüpfe mal runter. Erst einmal. Alter. Deswegen, ich dachte schon irgendwie, warum sollen die denn die Kiste hier drauf malen? So, also 7. Also ist nur die Frage. Ja, da steht aber auch genauso da drauf, ne? 7? Ja. Auf dem Ding. Genau. Ach so, warte. Hier müssen wir die 7, 3, 4. Hier müsste 4 hin. Das macht jetzt machen, wo die drei Dinger hier sind. Wieso? Naja, weil wenn du so drauf guckst, ist hier drüben die 4, hier die 3 und hier die 7. Und die Pfeile gehen, also ist das hier die 4. Die 4. Tschick. Das hier die 3. Und der andere da die 7, ne? Ja, wir haben einen Schlüssel. Na dann, lass uns doch mal den Tübi befreien. Genau. Ah, das sind schon wieder die Guten zum Sonntag.
Ich bin schon mal gespannt. Na, ich erst. So, Achtung. Bist du bereit? Moment. Oh. So. Nö, nö. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Zu einfach gewesen. Ne, 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 aber. Ne. Na, aber die Reihenfolge ist so. Ehrlich, ehrlich. Bin ich mir sicher. Schwarz, weiß, grau, gelb. Die haben alle drei den gleichen Kaktus drauf. Die haben alle drei gleich. Ja, also schwarz, weiß, grau, gelb oder gold, was auch immer das sein soll. Schwarz, weiß, grau, gold. Hm? Das ist aber jetzt komisch. Komisch. Da habe ich auch schon mal geguckt, aber da kannst du halt nichts dran machen an dem Kaktus. Vielleicht mal andersrum, die Reihenfolge, dass du von hinten drauf guckst. Also, warte mal, ich mach mal. Meinst du? Ich weiß nicht. Probieren wir mal. Nee, guckst von vorne drauf, weil da Kaktus steht vorne links. Steht auf der richtigen Seite, ne? Ja. Das kapiere ich noch nicht so richtig, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Schade. Aber schließen kannst du das auch nicht. Das ist eigentlich schon so gut. Also ich dachte eigentlich auch. Ich verstehe es nicht. Überhaupt die Frage.
Ja gut, mit der Reihenfolge, das hätte natürlich schon Sinn ergeben, ne? Scheiße. Ist auch immer gefallen. Und irgendwie zu hoch. Das wäre komisch, wenn die jetzt auf immer eine andere Reihenfolge haben würden, ne? Aber die sehen doch alle gleich aus, die Dinger. Die unterscheiden sich doch überhaupt nie, oder? Die unterscheiden sich doch kein bisschen. Kann ich jetzt den Schlüssel nochmal aufheben? Nein. Nee, die sehen alle total gleich aus. Was denn den schwarzen Schlüssel? Na, hier. Da ist gerade auch durchsichtig. Irgendwas funzt hier gerade nicht so richtig mit meinem. Na, weil du in meiner Nähe stehst, wahrscheinlich. So, ist er wieder runtergefallen. Schau mal ab. Hä? Ach, das ist aber jetzt echt komisch, ey. Also vielleicht stecke ich die Uhr verkehrt, aber was willst du denn hier noch sonst noch mal? Ich habe schon probiert, noch weiter näher zu stecken. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Dass das bis jetzt hier so schön und reibungslos funktioniert und auf der Zielgeraden. Passiert plötzlich was anderes. Es war ja jetzt erstmal nicht schlecht gewesen. Ich hätte ihn jetzt auch. Achso, warte mal. Warte mal, Matze, warte mal, warte mal, warte mal. Die sind unterschiedlich. Die sind unterschiedlich. Zwei vorne, zwei hinten. Drei ja. Und zwei. Na, das hat doch irgendwas zu bedeuten. Die Frage ist nur was. Sind an den Dingern doch irgendwelche Symbole drin? Nee, das kann ja nicht sein, oder? Verdammt. Drei. Zwei. Zwei vorne. Und zwei so mittig. Auch komisch ist. Aber die sind haargenau gleich. Hier ist kein Unterschied zu sehen. Hier ist echt kein Unterschied zu sehen. Steintür ist aufgegangen. Ja, weil ich den die Pyramide gerade nochmal in der Hand genommen habe. Verdammt nochmal, das gibt's doch nicht.
Tja. Und ob da... noch irgendwo... ist 1, 2, 4, 2, 3, 1, 2 und 1, 3 sind die Schlüssel. Aber mehr Rätsel waren doch hier auch nicht. Wir haben doch auch keins mehr übersehen, oder? Das gelöst, wir haben die Mickey Maus da hinten gelöst. Die Zahlen haben wir entdeckt. Das haben wir hinten gemacht. Warum lässt denn der uns jetzt nicht weiter? Schwarz, weiß, grau, gold. Ich kapier's nicht, ehrlich. Ich kapier's wirklich nicht. Ist hier noch irgendwo was? Nee, hier ist ein komplett geschlossener Raum, wo du nichts mehr machen kannst. Hinter den Dingern ist auch nicht. Was war denn jetzt? Oh, oh. Thank you. Ich hab ihn irgendwie befreit, ich weiß nicht wie. I hope we meet again. Warte, ich komm zurück. Goodbye. Was ist denn jetzt so goodbye? Ne, der hat sich jetzt verkrümelt. Was hat... Please share the room. Was heißt? Naja, wir haben es geschafft, wir haben ihn befreit. Ich kann dir aber nicht sagen, warum. Ich weiß es nicht. Noch auf die Dinger? Nee, die sind weg. Ich habe hier einfach mit diesen Schlüsseln hin und her nur ein bisschen rumhantiert und plötzlich ging's. Ne, das ist der Ausgang. Ne, dann herzlichen Glückwunsch. Der Anfang war schön, das Ende war ein bisschen komisch. Going to Cryptland. Ne, das ist wahrscheinlich wieder dieses Land, wo du dann die ganzen Sachen aussuchen konntest, oder? Achso, das geht gar nicht weiter daher. Irgendwas macht er bei mir. Ah ja. Jetzt. Noch ein bisschen gedauert. Naja, zumindest haben wir Genie befreit. Ist doch schön. Nö, es ist in mir. Fein. So, und hier ist das, wo du hier die ganzen Sachen auswählen kannst. Klar. So, ich würde jetzt hier trotzdem die Aufnahme mal beenden. Wie spät haben wir es denn? Also ihr Lieben, ihr habt gesehen, es gibt auch Escape Rooms, die... machen Sinn und machen auch Spaß mit Rätseln und keine Ahnung was. Dass das Ende jetzt so komisch war, wer weiß, was sie dort gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, irgendwas mit den Schlüsseln hat nicht hingehauen, aber wir haben es ja trotzdem geschafft. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Däumchen und Abo, würde mich freuen. Und ich denke, wir werden uns mal wieder so einen schönen Escape Room mit Matze angucken, nicht wahr? Klar. Klar. Also dann, ihr Lieben, macht's gut.
Bye bye. Tschüssi.